Vielen herzlichen Dank für die einführenden Worte. Das Projekt ist ein gemeinsames Projekt mit verschiedenen Partnern, hier mit der LMU, mit der TU, Ernst von Bergmann, Fraunhofer und der Barmer. Das Ziel dieses Projektes ist, dass Vermeidung von Langzeitfolgen, eine Intensivbehandlung, und zwar durch das bestmögliche Ausschöpfen des rehabilitativen Potenzials des Patienten. Und die Methodik dazu ist ein telemedizinisch unterstütztes intersektorales Case-Care-Management, wo wir durch Implementierung von Qualitätsindikatoren in der Akutphase und im intersektoralen Bereich dieses Ziel erreichen wollen. Was ist die Rationale dahinter? Die Intensivmedizin in Deutschland selbst hat Behandlungsfälle ungefähr 2,1 Millionen. Davon sind Behandlungsfälle mit Beatmung während intensivmedizinischer Versorgung ungefähr 400.000. Das macht rund 20% der stationären Versorgungskosten aus. Wenn man sich dann anguckt, wie viele Fälle es in der Region sind, sind es ungefähr 150.000 Fälle, 30.000 Beatmungsfälle in dieser Region, Berlin-Brandenburg, und davon ungefähr 2.000 außerhospitale Beatmungsfälle in der Region. Die jährlichen Kosten dafür sind regional ungefähr 20 Millionen. Das hat in den letzten Dekaden sich verzehnfacht, und man nimmt an, aufgrund der demografischen Veränderungen, dass es auch so sein wird, dass es sich die nächste Dekade verzehnfacht. Um das Ganze letztendlich vernünftig auch zu planen für den Patienten im Rahmen eines patientenzentrierten Outcomes, ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Eine prolongierte maschinelle Beatmung hat ungefähr ein Drittel vieler Beatmungsfälle, wenn man sich alle Krankenhäuser anguckt, 2/3 der assoziierten Krankenhausressourcen, und der Anstieg ist gravierend in den letzten Jahren. Das sieht man auch schon in älteren Studien, und es setzt sich eigentlich fort. Warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil auch der Patient dadurch gefährdet ist, und zwar seinem persönlichen Umfeld hinterher wieder zur Verfügung zu stehen. Das heißt, seiner Familie, seiner Arbeitsstelle etc. Was man weiß, ist einfach, das nennt sich Post-Intensive Care-Syndrom, dass der Patient selbst betroffen ist, und zwar durch psychische Gesundheit, durch Kognition und Mobilität. Und zur Mobilität gehört hauptsächlich Muskelmasse, und darunter gehört auch subsumiertes Organversagen im Rahmen eines Weaning-Versagens. Was man aber auch weiß, ist, dass die Familie betroffen ist. Und das ist hier eine Arbeit im letzten Jahr aus dem New England Journal, wo man weiß, dass 40% der Angehörigen bei einem Patienten, der auf einer Intensivstation aufgenommen wird, eine Depression erleiden. Und dass 16%, die auch langfristig behalten, nach einem Jahr, unabhängig vom Schweregrad des Patienten. Wie kann man das sagen? Das ist ein Blog aus einem Delir-Blog. Vor 3 Wochen wurde ich diesen Raum eingesperrt, band mich fest. Wenn ich weg wollte, konnte ich essen, nicht trinken, durfte nicht schlafen, pumpte mich mit Medikamenten voll, war zu schwach, mich zu bewegen. Ich konnte meinen Körper nicht sehen. All diese Erlebnisse, die der Patient äußert, äußert der Patient oft im Rahmen eines Delirs, oft auch mit einer Umgebungsverkennung. Und viele der Behandlungsmöglichkeiten, die wir heute haben, werden nicht evidenzbasiert ausgeschöpft. Was passiert mit der psychischen Gesundheit? Also viele Patienten entwickeln posttraumatische Belastungsstörungen, das abhängig von der Anzahl der traumatisierenden Erinnerungen. Insbesondere ist Angst und Stress und Schmerz ein wesentlicher Induktor für diese posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist eine Arbeit, die wir selber gemacht haben und wo wir das eigentlich relativ gut nachweisen können. Es gibt kognitive Langzeitschäden, wo wir auch entsprechende Erfahrungen haben. Man sieht eben mit der Zunahme eines Delirs, was nicht auf der Intensivstation behandelt wird, ist es auch so, dass der kognitive Abfall zunimmt. Und wenn man sich das mal anguckt nach einem Jahr bei älteren Patienten, dann ist es so, dass 25% der Patienten, die ein Delir hatten, sozusagen eine Alzheimer-like-Demenz haben. Also es ist ein hoher Anteil. Dieses Post-Intensive-Care-Syndrom betrifft ungefähr 25% aller Patienten nach einer Intensivbehandlung. Und das ist auch ein Unterschied zu einer Demenz in der Kontrollgruppe in einem Krankenhaus. Also intensivstationäre Patienten
haben deutlich höhere Demenz nach ICU als Kontrollen, die sonst im Krankenhaus behandelt werden. Das heißt, die Patienten brauchen eine sehr engmaschige Behandlung, damit diese Langzeitfolgen nicht auftreten. Was passiert mit der Mobilität? Es gibt langfristige Einschränkungen der muskulären Funktionen, dazu gehört auch die Atemmuskulatur. Man sieht, dass sich nach einer Intensiv-, man sieht hier praktisch diese Muskulatur, die faktisch nicht mehr da ist. Und man sieht auch, dass obwohl sich das Gewicht nach 12 Monaten verbessert und faktisch fast wieder im Bereich der Norm liegt, die muskuläre Kraft sich nach einem Jahr eigentlich nicht mehr verändert. Der Patient also faktisch nur eine 400 Meter Gehstrecke für 6 Minuten hat, also immens eingeschränkt ist. Und es bricht nicht nur ältere Patienten, sondern auch jüngere Patienten. Das ist eben genauso wie mit der Atemmuskulatur. Wenn die Atemmuskulatur nicht trainiert ist, wenn sie das nicht mehr leisten kann, dann entwickelt man ein Weaning-Versagen. Und dieses Weaning-Versagen kann man eigentlich ganz gut präventiv angehen, indem man Leitlinien umsetzt. Wir haben 2 Leitlinien durch unterschiedliche Fachgesellschaften. Das ist die Analgesie-, Sedierungs- und Delir-Leitlinie und die Weaning-Leitlinie. Das sind beides Teile eines Peer-Reviews, was wir über die Landesärztekammern mit 10 Indikatoren machen. Und das sind 2 dieser Indikatoren. Und diese Indikatoren, wenn man die implementiert hat, hat man deutlich weniger Langzeitschäden. Ziel ist es, der wache, kooperative, mobile und partizipierende Intensivpatient. Der hat am wenigsten psychische, funktionelle und kognitive Schäden. Und wenn Sie sich den Unterschied hier angucken, das ist eine Intensivstation, wo der Patient voll sediert ist, seine Muskulatur faktisch nicht bewegt und da wochenlang zubringt, bis er sich stabilisiert hat. Das ist der Unterschied zu heute. Das ist unsere Intensivstation. Dieser Patient ist voll an diesem selben System, an der extrakorporalen Zirkulation, ist aber mobilisiert aus dem Bett. Das ist technisch noch ein bisschen schwierig, weil die Gerätschaften einfach noch nicht adäquat sind. Da ist auch Handlungsbedarf seitens der Industrie, danach zu arbeiten und nachzulegen. Aber es ist so, dass dieser Patient wirklich laufen kann. Der kann sich bewegen. Und das ist der beste Schutz für die Muskulatur, für die Psyche und auch für die Kognition. Dafür gibt es inzwischen viele Studien. Das heißt, heutzutage ist Intensivmedizin Akutversorgung des Organversagens, weil sonst würde der Patient sterben, wenn er auf eine Intensivstation nicht käme. Aber in dem Moment, wo die Organfunktionen unter Kontrolle sind und stabilisiert sind, sollte man auf die Selbstheilungskompetenz des Patienten bauen und die so gut wie möglich und zügig in Gang setzen. Und dazu gibt es Qualitätsindikatoren sowohl in der Akutphase für die Vermeidung von Organfunktionen als auch im intersektoralen Bereich in der Verlegung nach extern. Es gibt 10 Indikatoren, die wir akut haben für die Akutphase der Intensivstation. Die wird über Peer-Reviews der Landesärztekammer als Verfahrenseigner umgesetzt. Die kann man anfragen von jedem Krankenhaus. Dann gibt es dazu die Möglichkeit, dass diese Indikatoren eben in einem sogenannten CQI-Prozess alle paar Jahre verändert werden, dahingehend, wie es erforderlich ist, auch für den bestmöglichen Outcome des Patienten. Und darüber lassen sich natürlich auch KPIs berechnen. Der andere Punkt ist, und das ist neu, das hat mir zusammen mit dem Pulmologen und den Wirtschaftswissenschaften durchgeführt, das war ein BMBF-Projekt, wir haben intersektorale Qualitätsindikatoren entwickelt, weil eben in diesem intersektoralen Bereich oft auch Pflege alleingelassen ist, oft auch nicht unterstützt ist, nicht adäquat vorbereitet ist. Und wir haben mit der Pflege, mit der ambulanten Pflege, mit einem industriellen Partner und mit den Wirtschaftswissenschaften neue Indikatoren entwickelt, wie man sich da weiterentwickeln kann und wie man auch unterstützen kann, ohne letztendlich Langzeitfolgen zu induzieren. Und auch darüber kann man KPIs berechnen. Zentrale Herausforderung ist heute die Patientenzentriertheit. Das heißt, es geht ums Ergebnis und das Ergebnis ist verbesserbar. Die Prozessqualität ist, dass es ein sogenanntes Versorgungsmodell ist, statt einer Zwischenstation, also nicht der Patient praktisch auf dem holistischen Pfad ist. Das ist multiprofessionell und keineswegs nur durch ärztliche Kollegen zu leisten.
die Umsetzung ist des vorhandenen Evidenzkörpers, das ist eine Grundvoraussetzung. Und die Strukturqualität ist eine Quantität in die Qualität überzuführen. Das kann beides auch Quantität sein, aber es muss auch Qualität dahinter sein. Und das Netzwerk ist ganz klar wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Was wollen wir machen? Wir haben eine Projektkoordination an der Charité mit Kooperationspartnern, das sind die INAPRA-Kliniken, mit denen wir vernetzt sind, heißt Innovationsallianz Berlin-Brandenburg. Mit dem gibt es schon eine langjährige Vernetzung. Wir haben außerdem Vernetzungen in ambulanten Segmenten über diese Krankenhäuser. Wir haben ein Konsortium in der Charité mit dem Fraunhofer-Institut, letztendlich die telemedizinische Plattform, mit der Barmer, eine Krankenkasse, die sich für dieses Thema interessiert hat. Mit Frau Rousseau jemand, die in dem ambulanten intersektoralen Bereich auch beim BMBF-Projekt mitgearbeitet hat, wo wir auch schon gemeinsam Erfahrungen sammeln konnten, wo wir auch die Indikatoren zusammen entwickelt haben. Dann haben wir den Herrn Busse, der uns hilft, letztendlich diese Selektivversorgung umzusetzen, und Herr Mansmann, der das Ganze evaluieren wird. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat und hoffen dadurch, diesen Zyklus umsetzen zu können, patientenzentrierter Outcome mit einer Akutphase Qualitätsindikatoren, mit Key Performance Indikatoren, mit einer Adaptation der Therapie, mit den intersektoralen QIs und dann mit Post-ICU-Follow-up und Key-Performance-Indikatoren. Da gibt es langfristige Erfahrungen unsererseits bis 3 Jahre nach Intensivbehandlung. Was wir tun wollen, ist hier zu intervenieren. Das heißt, wir wollen helfen in der telemedizinischen Vernetzung mit anderen Krankenhäusern und in ambulanten Bereichen, so wie wir das bereits in dem BA at Home auch gemacht haben, durch eine audiovisuelle Kommunikation mit den Bereichen zu unterstützen. Wir trainieren erstmal die Indikatoren gemeinsam, um die ganzen Prozesse zu homogenisieren, damit jeder auch weiß, von was er spricht. Und danach werden wir das über eine telemedizinische Plattform durch tägliche Visiten begleiten. Was sind die Anforderungen an eine telemedizinische ICU? Das heißt, es braucht eine Einwilligung irgendwann in einer Form eines Behandlungsvertrages. Die Dokumentation ist ärztlich und pflegerischerseits. Für uns ganz wichtig, die ärztlichen Visiten mit den Qualitätsindikatoren gehen parallel seit vielen Jahren mit den pflegerischen Visiten. Das heißt, unsere Qualitätsindikatoren werden auch von den pflegerischen Kollegen mit umgesetzt. Und wir haben damit eine Sprache, mit der wir sprechen, und ein gemeinsames Ziel für den Patienten. Es braucht ein Datenschutzvotum, Data Repository, das ist bei der Fraunhofer-Gesellschaft angedockt. Wir haben Video und Audio Echtzeit 24/7. Wir haben apparatives Monitoring ohnehin auf Intensivstationen und wir haben Datenzugriff darüber auf Bildgebung und Labor. Die Intervention normalerweise ist ja so, dass man Patienten hat. Das ist gut, wenn der Patient partizipativ sich an dem Prozess beteiligen kann. Dazu muss er auch wach und kooperativ sein. Das heißt, die Indikatoren müssen auch umgesetzt sein. Es gibt ein Team normalerweise, das zum Beispiel durch so eine Teleplattform unterstützt wird, und da können PDMS-Daten eingehen. Dazu braucht es natürlich Standards, die im Rahmen die Qualitätsindikatoren auch in lokale Standards umsetzen. Und das PDMS-System kann einen Teil dieser Strukturen mit übernehmen. Evidenzbasiert ist letztendlich das, was es immer zurzeit gibt. Das andere wird sich verändern durch die Anpassung letztendlich dieser Qualitätsindikatoren. Und was wir jetzt zusätzlich noch machen, ist praktisch, wir bekleiden mit einem Team pflegerischer und ärztlicherseits diese Struktur in externen Krankenhäusern mit, so wie das die Krankenhäuser dann auch wünschen in der Umsetzung. Und ich glaube, damit kann man relativ viel auch Verbesserungspotenzial erreichen. Wir haben bereits Erfahrung damit, zum Beispiel mit ARD. Wir sind ARDS-Zentrum und sicher eines der größten in Deutschland. Wir haben überregional bis nach Skandinavien diese Vernetzung und machen das auch teilweise schon. Die IT-Struktur dahinter ist, dass praktisch die Kommunikation läuft über elektronische Patientenakten, über audiovisuelle Kommunikation, über einen Webclient. Das geht praktisch in dieses Cockpit ein, das wird telemedizinisch betreut von dem Fraunhofer-Institut. Und es sammelt praktisch die Daten, die dann gegenseitig genutzt werden können, um sich zu unterstützen. Wie ist der Ablauf für die Zentren? Es ist so, dass wir praktisch hier in dieser Phase sind, dass wir praktisch die Zustimmung eingeholt haben, die Teilnahme abhängig ist letztendlich vom Bewilligungsbescheid, den wir noch nicht haben. Aber wenn der vorliegt, werden wir natürlich die
Unterstützung letztendlich vertraglich auch regeln. Die Schulungen können dann sofort oder mit einer Verzögerung durchgeführt werden. Es gibt eine Intervention und eine Kontrollgruppe. Das heißt, die Kontrollgruppe macht Standard wie bisher. Die Interventionsgruppe wird praktisch Peer Review, Qualitätsindikatoren, Schulungen und Echtzeitevaluation durchführen, um dann in diese Intervention zu gehen, die wir 2018 ein Jahr lang beobachten werden und entsprechend auch auswerten werden mit einer Nachbereitung, Vorbereitung und Nachbereitung. Wir haben verschiedene Schulungswellen. Das ist den Strukturen letztendlich geschuldet, dass man natürlich nicht alle Kollegen gleichzeitig schulen kann. Aber wir hoffen natürlich auch hier Multiplikatoren für die Schulungen auch in den anderen Krankenhäusern zu finden, in Unterstützung, dass wir das gemeinsam machen können. Die Planung ist über die LMU in München gegangen, über Herrn Mansmann. Und es wird ein cluster-randomisiertes Design sein. Wir haben Meilensteine bereits festgelegt. Die Meilensteine ist praktisch aktuell der endgültige Förderbescheid steht aus. Dann kommen die Stellenausschreibungen, wenn der endgültige Förderbescheid vorliegt, die Vertragsabschlüsse. Und deswegen ist die Laufzeitverschiebung in einem Vierteljahr erstmal nach hinten, weil wir nicht zum 1.1. starten konnten, weil wir keine Verträge machen konnten. So, der Zeitplan ist auch schon umgesetzt. Wir haben einen Gantt-Chart, wo man das also eigentlich relativ klar sehen kann. Wir werden 2018 die Hauptevaluation haben und dann natürlich die Nachevaluation. Und wenn wir natürlich auch den Krankenhäusern in dem Cluster-randomisierten Design mitgearbeitet haben und die in der Kontrollgruppe waren, hinterher auch noch eine Schulung ermöglichen und auch die Beteiligung, allerdings nicht für die Erstevaluation. Ich möchte mich an dem Punkt bedanken für all diejenigen, die daran mitgearbeitet haben, die im Sinne des patientenzentrierten Outcomes uns hier auch unterstützen wollen. Und ich glaube, dass wir viel, viel, viel für die Patienten erreichen können. Und wer mal auf einer Intensivstation den Patienten besucht hat, weiß, wie viele Möglichkeiten es letztendlich gibt, über Qualitätsindikatoren das zu verbessern, wie viel Prävention man leisten kann und wie viel Unterstützung man intersektoral durch ein gut strukturiertes Überleitmanagement erreichen kann. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren einfach damit konfrontiert sein, dass viel, viel mehr Patienten da sein werden und die brauchen einfach auch einen guten Outcome. Weil sonst werden viele Patienten, aber auch Angehörige darunter leiden und das wollen wir vermeiden mit dem Projekt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.